War der Fisch jetzt 5? Ne, 5 haben wir ja gar nicht. Herz. Dann haben wir 0, 2, 1, 13. 2 Uhr 13. Hä, 2 Uhr 13 geht aber nicht. Vielleicht 3 Uhr 15. Dann alles doch noch ein Tacken schwerer. Also 0. Das war auch 1. 13 war das. Dann hat der 5. Der hat. Ja, 3 oder 4 dann. Also 3 Uhr 15. Wir können ja nur 15 einstellen an der Uhr, ne? Das ist das. Wir können ja keine halben hier einstellen. Also 0 Uhr. Ne, 1 und 2, 3 Uhr 15. Ne, dann 4.15 Uhr. 4.15 Uhr war es dann, okay. Alles klar, dann hat das. Das war dann doch ein bisschen schwieriger. Ich habe das jetzt nur abgeschätzt von der Dings her. Ist auf jeden Fall jetzt Nacht. So, da können wir nichts mehr machen. Da ist immer noch unser Rätsel mit den Augen. Immer noch ein leerer Sack. Ah, jetzt haben wir hier den Mond. Und da haben wir die Eule. Die wegfliegt. Oh, wir haben jetzt hier den Mond. Mit einem Schlitz drin. Können wir den Mond aufschneiden? Wir können den Mond aufschneiden. Ah! Und der Mond hat ein Auge. Oh! Das ist unser Rätsel. Okay, also, wenn wir nach oben blicken, haben wir hier das Viereck. Viereck. So ein Strich mit einem Punkt. Um Gottes Willen, das kann ich mir doch nicht merken. Viereck, Strich mit einem Punkt rechts. So, wo war die Kiste? Nö. Also nach oben guckend. Viereck. Viereck. Nach oben blickend. Strich mit einem Punkt. Mit einem Punkt rechts. So, ein anderer muss ich hoffe, das bleibt. Das kann ich mir sonst nie merken. So, unsere Eule ist dahin geflogen. So, jetzt einmal hier unten war ein Strich mit Punkt links und Kreuz. Strich mit Punkt links und ein Kreuz. Strich mit Punkt links. Ja, müsste das sein und ein Kreuz. Hier haben wir ein Kreuz. Oh, ist aufgegangen. Seht da mal. Ach du Heilige. Ja, nun. Okay, das dreht sich. Das dreht sich nicht. Jetzt dreht sich das. Das dreht sich auch. Dreht sich nicht. Dreht sich. Dreht sich. Und dreht sich. Hey, so schwer war das jetzt nicht. Okay. Und es stoppt bei 7:45. Viertel vor acht. Müssen wir uns merken, aber ich wollte jetzt einmal die Eule. Hallo? Ah. Guckt nach rechts. Dann sind die Flügel ausgebreitet. Ah, okay. Andern links kann ich gar nicht gucken. Ja, kann ich schon, aber... Okay, Moment. Wo war unser Buch? Ja, wenn man das nicht alles behält... So, das Buch, die Worte, also hat die Worte gesprochen. Hier, er lookte nach links. Warte mal, nee. He turned again the look. Moment. Genau, also bla bla bla, guckte erst nach rechts. Dann guckte er wieder zu mir. Dann drehte er sich nach links. Dann guckte er mir wieder in die Augen. Und dann hat er den Kopf nach hinten gedreht. Also erst rechts.
Moment. So, erst nach rechts. Dann hat er mich wieder angeguckt. Dann nach links. Dann hat er mich wieder angeguckt. Und dann hat er nach hinten geguckt. Yay! Und unsere Feder. Wir haben unsere Feder. Sehr schön. Wie viele Federn hatten wir denn jetzt eigentlich? 1, 2, 3. Okay, fehlt noch eine. Und da hatten wir, was war das? 7:45? War hier noch irgendwas? Hier war nur die Waagschale. Telefon. Wieder nur ein Fragezeichen. Okay, hier können wir unsere Federn schon mal drauflegen. Es irritiert mich, wenn wir so viel hier immer hin und her schieben müssen. So, Feder, Feder, Feder. Und den Sand tun wir mal hier hin. Ist das Gewicht hier? Nee. Sonnenblume? Nee. Okay. Ach so, unser Eichhörnchen hatte ja noch eine Feder, ne? Da kommen wir gar nicht hin. Okay, und da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Wieso können wir denn die Sonnenblume da nicht hinstellen? Die kann man doch da einpotten. Schade. So, und nu? Ach so, wir hatten die Uhr. Was war das? Schon wieder vergessen hier. So, wir haben 7:45. 7:45. 7:45. So, dann haben wir Sonnenaufgang. So, mal schauen. Oh, hier haben wir ein Kra-Kra. Ein Kra-Kra vor allen Dingen. Di-di-di-di-di-di. Möchtest du einen Fisch? Oh, und der hat wirklich den Fisch gegessen. Jetzt können wir den ja nicht mehr drauflegen. Kra-Kra. Möchtest du auch das Herz? Okay. Das war eigentlich als Scherz gemeint. Jetzt frisst er unsere ganzen Sachen auf. Magst du auch den Wurm? Und den Gecko? Ja, jetzt muss er kotzen. Jetzt kotzt er die wahrscheinlich alle. Okay, er kotzt ein Baby aus. Ja, Storch und so, ne? Wie entstehen so die Babys? Ja, man füttert einen Storch mit einem Gecko, einem Wurm, einem menschlichen Herz und einem Fisch und dann hast du ein Baby. So passiert das, meine Lieben. Wisst ihr jetzt Bescheid, ne? Gut, dass wir das Spiel spielen. Okay, hier kann ich nichts mehr machen. Hier können wir immer noch nichts machen. Hier war immer noch der Zettel. Ja, gut. Und hier ist wieder ein Fragezeichen. Ja. Unsere Feder. Achso, unsere letzte Feder hat ja das Eichhörnchen. Kann man jetzt das Baby hier drauflegen? Ernsthaft? Wir können unser Baby da drauflegen. Ja, nee, ist klar. Ja, jetzt haben wir noch Sand, eine Sonnenblume. Können wir noch hier was machen? Ich möchte die Sonnenblume da in den Topf tun. Das bietet sich doch gerade an. Vielleicht den Sand erst da... Den Sand erst da rein und jetzt die Sonnenblume? Tatsache. So, ja, gut. Jetzt haben wir unsere Sonnenblume eingetopft. Ach, wisst ihr was? Wir könnten doch... Wo war denn das nochmal? Mittags, ne? Konnten wir doch die Sonne da verschieben. Wie viel Uhr war das denn nochmal? Um Gottes Willen, wie viel Uhr war das denn nochmal? 14:45? 2? Ich komme hier voll durcheinander mit den Uhrzeiten. Ich meine mal, ja. War 2 Mittagssonne. Ah, nee.
Nee. Hä, wann war denn jetzt noch mal? Das war Rise Up. Ah. War das Evening dann? Das war Afternoon, Evening. 1925. 1925. 1925. Ja, da war unsere Sonne, ne? Da war unsere Sonne, ja. So, die konnten wir jetzt. Aha, die konnten wir ja hier bewegen. Hey, na komm. Put, put. Ja, gut. Da muss man natürlich aufpassen, ne? Wenn die Blumen sich gen Sonne richten, dann fallen die um. Und hier haben wir einen Kern. Und wer frisst ger gerne Kerne? Wer frisst gerne Kerne? Zungenbrecher. Gerne Kerne. Das Eichhörnchen genauso. Wo ist unsere. Jetzt bin ich schon wieder vorbei, ne? An unserer Uhr. Das Eichhörnchen Baum 2, ne? So. Hallo, ich hab was für dich. Gucke mal. Fein. Gibst du mir die Feder? Dankeschön. Oh, putzig. So, und jetzt können wir nämlich auch unsere letzte Feder hier einfügen. Und ta-ta-ta-ta. Jetzt kommen wir in die nächste Welt. Ja, das ist unser Raum mit dem Riesenbaby natürlich. Und unserer Uhr. Und wir können den Raum auseinandernehmen. Baby. Und wir können ja alles wegschmeißen. Okay. Musik hat auch aufgehört, so leise. Ah, cool. Und jetzt hat die ihr Baby wieder, oder was? Haben wir ihr jetzt ihr Baby wiedergebracht? Wie cool. Und Ende. Und Samsara Room wurde anlässlich unseres 5-jährigen Bestehens neu aufgelegt. Oh, cool. Vielen Dank für eure großartige Unterstützung. Ich danke euch für so ein wunderschönes Spiel und euer Interesse an unseren Spielen. In Zukunft erwarten euch weitere Rusty Lake Spiele. Und wir haben es durchgespielt, meine Lieben. Wir haben es durchgespielt. Yay! Ein schönes, kleines, ja, Indie-Puzzle-Game. Und ja, wer solche Spiele mag, hier Rusty Lake hat ganz viele solche kleinen süßen Rätselspiele auf Lager. Alle sind auf Steam erhältlich, also wen es interessiert, auf jeden Fall da mal nachschauen. Die sind super süß, die sind Samsara's Room ist komplett kostenlos und die anderen sind auch für echt also günstig zu erhalten. Also kann ich nur empfehlen. Finde ich super süß. Bisschen halt kurios mit den Rätseln, aber ich finde, sie waren jetzt nicht schwer. Ne, an manchen Stellen muss man halt ein bisschen gucken. Aber ansonsten ein sehr süßes Spielchen, möchte ich sagen. Finde ich. So, und zu guter Letzt wollen wir jetzt auch noch mal sehen, was der Schrimm macht, der ja quasi so ein kleiner Spoiler war, den man nicht immer kriegen kann. So, und da können wir nämlich jetzt auch noch mal in eine Welt reisen. Habe ich mir sagen lassen, ich war hier auch selber noch nicht. Oh, hier können wir Papier zerknüllen, sehr schön. Und ihr habt gesehen, da gibt es auch eine Errungenschaft für. So, jetzt haben wir natürlich keinen Schlüssel für das Glas. Ich mag keine Garnelen. So, aber wir haben Wasser gefunden. So, und können wir uns hier noch weiter bewegen? Okay. Wasser? Nö. So, Telefon. Ach du Heilige.
die 5 weg. Die 2 weg. So, die 3, die 5 weiter. Die 4. Die 6 ist da oben. Die 7 ist hier. Die 8 ist hier. Die 9. Nur geringfügig umständlich. So, wir haben 3:15. Alles klar. 3:15. So, wir haben aber noch keine Gegenstände. Hier ist noch ein... Hier ist Erde. Können wir die Erde hier direkt wieder einpotten? Nee, können wir nicht. Gucken wir mal weiter. Hier ist die zerbrochene Uhr. Und ein Bleistift. So, was haben wir gesagt? 2:15? Nee, was, 3:15, 3:15? Ich habe wieder vergessen. Müssen wir nochmal gucken. Oh, ein Riesenschrimm. Okay. Bäh. Können wir da Erde hinlegen? Können wir nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich das Glas, um das aufzufangen oder sowas. Keine Ahnung. Können wir da den Schrank vielleicht mit dem Messer aufmachen? Können wir nicht. Mit dem Bleistift? Auch nicht. Okay, da werden wir einen Schlüssel brauchen. Okay. Wie haben wir das denn jetzt gemacht? Was hatte ich denn jetzt in der Hand? Gar nichts, oder? Naja, gut. So, Schlüssel aufschließen. Glas. Luft. Ach, das Glas leider können wir gar nicht mitnehmen. Okay, Moment. Wir haben Wasser. Wir haben Luft. Und wir haben Erde. Gut. Und wir haben Holz. Können wir nichts machen mit. Achso, die Uhrzeit brauchen wir nochmal. Och nö. Och nö, ernsthaft? Etwa aber 3:15, oder? War es 3:15? Es war doch 3:15. Warte mal, hier ist die 3. Tata. Flasche. Oh Gott sei Dank funktioniert mein Gedächtnis doch noch ein klein wenig. So, und jetzt können wir dieses, was auch immer der da aussondert, hier auffangen. Yummy. Elixier. So, und das Elixier können wir eventuell hier auf das Holz hauen. Können wir nicht. Können wir es. Ah, die Streichhölzer. Feuer. Und jetzt das Elixier. Nee. Müssen wir warten. Klemmt da noch was drunter? Nee. Hier können wir... Den Bleistift können wir auch nicht da verwenden, oder? Einen Bleistift haben wir schon weg. Elixier hier verwenden auch nicht. Ich mag keine Garnelen. Magst du Elixier? Ach so, ich habe das Feuer da wieder eingepackt. Sag mir das doch jemand.
können wir da wieder hinpacken. Oder? Ach nee. Ah. Erde, Wasser, Luft und Feuer. Und können wir jetzt das Elixier dahin packen? Wir haben das Elixier dahin gepackt. Wie krass. Wie krass. Und mir scheint, das ist ein anderes Ende. Bin das ich? Wen sieht sie an? Ein geheimes Ende. Sehr schön, sehr schön. So, meine Lieben, dann haben wir einmal das offizielle Spiel ganz durchgespielt und auch noch das geheime Ende hinten dran geschoben. Das fand ich ja jetzt sehr schön. Das fand ich ja jetzt sehr schön. Ich hoffe, euch hat das auch gefallen. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.